Willkommen Leute zur neuen Folge der FCI-Karriere. Ja, und heute geht es los mit Saison 3. Heute steht die Vorbereitung an und ja, wir wollen unseren Kader Bundesliga-tauglich machen. Ja, und am Ende der letzten Folge hatte ich ja noch gesagt, also mit 10 Millionen wäre ich schon ziemlich zufrieden, weil da könnten wir schon ein bisschen was machen. Das wäre schon ganz cool. Ja, es hat sich herausgestellt, wir haben ein bisschen mehr als 10 Millionen. Wir haben fast 30 Millionen. Also mit dem Geld sollte auf jeden Fall ein Innenverteidiger und ein Sechser, die Bundesliga-tauglich sind, kommen. Und ja, ich habe auch schon einige Kandidaten rausgesucht. Also die Transferliste ist wirklich voll, muss man sagen. Ich konnte die sogar nicht mal alle gleichzeitig scouten lassen, einfach weil das so viele sind. Das ist unglaublich, wie viele ich hier auf der Liste habe. Und ja, bis jetzt leider nur einen Torwart, aber gut, Torwart muss ich mal schauen, ob ich überhaupt einen hole, ob ich dir nicht noch warte. Und ja, ich habe halt viele Innenverteidiger und Sechser rausgesucht. Ich habe auch schon so zwei Spieler rausgesucht mit Hector und Musacchio, die würden wir auf jeden Fall holen können. Und ja, die würden beide so um die 10 Millionen kosten. Wären da 20 Millionen für zwei Bundesliga-taugliche Spieler, sind jetzt nicht mehr so die jüngsten, aber wenn sich bei den Rest rausstellt, dass die einfach nicht brauchbar sind, dann haben wir zumindest die zwei. Und ja, verkaufen tun wir natürlich auch ein paar oder zumindest abgeben, also viele Spieler sollen verliehen werden. Hier haben wir einen Boulay, ich glaube, der kam aus der Jugend gerade erst hoch, den habe ich vorhin erst hochgezogen. Alar kam zurück von der Leihe. Dann gut, Butler und Hawkins, die werde ich auch weiterhin versuchen zu verleihen. Ambrosius und Franke werde ich verleihen, weil Keller wird dann praktisch unser dritter Innenverteidiger werden. Und die zwei brauchen wir dann erstmal nicht, deswegen sollen die Spielpraxis sammeln. Und Preisinger verkaufen wir, da Krause unser dritter Sechster wird und wir den nicht mehr brauchen, bekommen wir für den auch nochmal ein bisschen mehr als eine Million dazu. Ja, Vorbereitungsturnier habe ich auch schon ausgewählt. Da bekommen wir ungefähr 5 Millionen dazu, wenn wir das gewinnen sollten. Geht jetzt in der Gruppe gegen Anderlecht, Gent und Bologna. Könnte schwierig werden, aber mal schauen. Ja, und dann, was kann ich noch so zeigen? Die Ziele, genau, die haben wir auch noch. Nachwuchsentwicklung, Jugendspieler verpflichten und dann in der nächsten Saison einsetzen. Ja, könnte schwierig werden. Verpflichtet einen Spieler, deren Nationalität dem Verein entspricht. Das ist durchaus machbar. Finanzen, erhöhe den Wert deines Vereins in zwei Saisons durch Spielerverkäufe und Wettbewerbspreisgeld auf 50%. Okay. Dann in der Bundesliga sollen wir den Abstieg vermeiden und im Pokal in der Runde der letzten 32 kommen. Das ist definitiv machbar, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Geld ging schon weg, weil ich einen Vertrag verlängert habe. Oder zwei waren es, glaube ich. Aber sonst nicht allzu viel bis jetzt gemacht habe, außer die Spieler rausgesucht habe. Und ja, mehr gibt es dann eigentlich von Tag 1 nicht zu zeigen. Ich werde jetzt anfangen und weiter simulieren bis zum Vorbereitungsturnier und dann auch ein paar Transfers vielleicht schon machen, sobald sich irgendwer gescoutet hat. Und ja, sobald es dann wieder was Interessantes gibt, werdet ihr es sehen. Und ja, die meisten werden das ja schon kennen. Also wir gehen jetzt heute in dieser Folge erstmal nur die Vorbereitung durch. Den ersten Spieltag der Bundesliga-Saison, den gibt es dann erst nächste Folge. Also wenn ihr bloß wegen Gameplay hier seid, gibt es diese Folge jetzt keins. Also nächste Folge geht es dann erst gegen Düsseldorf. Gut, oder das jetzt auch alle wissen, geht es jetzt auf in die Simulation. Und ja, ich melde mich dann, wenn es was Interessantes gibt. So, jetzt steht das erste Spiel im Vorbereitungsturnier an. Es geht gegen den KAA Gent und das werden wir jetzt einfach schnell simulieren. Das Finale machen wir vielleicht in der ausführlichen Simulation und wir verlieren gleich mal das erste Spiel der Saison mit 1:3. Ja, das zeigt schon, dass unser Kader noch nicht so auf dem Niveau eines Erstligisten ist. So, jetzt steht das zweite Vorbereitungsspiel an. Es geht gegen den FC Bologna aus Italien und dieses Mal wird es ein 3:1 Sieg. Also ja, das Ergebnis aus dem ersten Spiel einfach umgedreht. Ja, das läuft doch schon mal ein bisschen besser. So, und jetzt steht das letzte Gruppenspiel an im Vorbereitungsturnier. Es geht gegen den RSC Anderlecht und es wird ein 1:1, was uns, glaube ich, sogar weiterbringen sollte. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Gent und Bologna spielen unentschieden, ja, ich glaube, das sollte gereicht haben für Platz 2 in der Gruppe, ja, es hat gereicht.
So, jetzt steht das Halbfinale an gegen Salzburg im Vorbereitungsturnier und ich glaube, das sollten wir verlieren, weil die haben schon eine etwas bessere Mannschaft. Aber nein, wir gewinnen im Elfmeterschießen 4:3 und stehen damit im Finale. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen gegen Gent spielen wieder im Finale. Nein, wir spielen gegen diese dänische Mannschaft, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, aber wenn die schon Gent besiegen, ich glaube, dann verlieren wir das auch. So, und jetzt steht das Finale an. Ja, wir werden das einfach schnell simulieren. Dieses Spiel müssen wir jetzt nicht in der ausführlichen Simulation machen. Und es wird ein 1:0 Sieg. Damit gewinnen wir das Vorbereitungsturnier. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Winzheimer verschießt sogar noch früh einen Elfmeter. Aber ja, damit gewinnen wir das und bekommen die vollen 5 Millionen Preisgeld für dieses Turnier. Die helfen uns auch nochmal ein bisschen bei der Mannschaftsplanung. Jetzt ist bereits ein bisschen Zeit verstrichen seit dem Finale im Vorbereitungsturnier. Und ja, wir haben schon drei Abgänge zu vermelden. Franke und Ambrosius sind per Laie weg. Für Alar kam gerade noch ein Leihangebot rein. Also der ist bald auch hoffentlich weg. Und Preissinger konnten wir verkaufen. Ja, danach stehen, glaube ich, noch zwei oder drei Spieler. Ja, drei müssten es sein. Hawkins, Butler und der Jugendtorwart. Die sind dann noch auf der Leihliste, wenn das Angebot für Alar durchgeht. Aber sonst sind wir jetzt größtenteils schon alle Spieler weg. Also haben wir alle Spieler wegbekommen, die was wir verleihen oder verkaufen wollten. Und ja, jetzt wird es Zeit, selbst anzupacken und ein paar Transfers selbst zu machen. Und der erste Transfer, den wir machen, ist Orel Mangala vom VfB Stuttgart. Ja, hat uns 16,5 Millionen gekostet, ist 13,5 wert, verdient 22.000 pro Woche, 24 Jahre alt, 77er Gesamtstärke. Also für den Preis finde ich das wirklich überragend. Ist halt vor allem auch noch ziemlich jung, muss man sagen. Also ein Top-Transfer, wie ich finde. Und ja, wird jetzt zusammen mit Thalhammer auf der Doppel-6 spielen. Einen direkten Konkurrenten geschwächt mit Stuttgart und jetzt auch noch einen Top-Spieler für unsere Mannschaft bekommen. Und ja, bei den Spielern musste ich. Ja, habe ich leider gesehen, wir mussten alle Augsburg-Spieler rausnehmen, da Augsburg auch ein Rivalenclub von uns ist und wir mit denen leider nicht verhandeln können. Das hatten wir ja schon in der ersten Saison mit Bayern. Und ja, deswegen muss ich die jetzt alle rausnehmen und die alle sind alle weggefallen. Und ja, jetzt bleiben noch aber andere, also genug andere übrig. Und ja, jetzt mal schauen, wer dann noch für die Innenverteidigung kommt. Und jetzt haben wir auch unseren Innenverteidiger gefunden. Marvin Friedrich kommt von Union Berlin. Ja, ich war erst dann stark dran, aber die wollten halt einfach so viel für den. Ja, das ist auch so eine ganz krumme Summe, weil, und ja, dann hat es halt nicht mehr beim Gehalt gereicht. Ich konnte ihm nur noch 17.000 anbieten. Da hat der gleich Nein gesagt, der Berater. Ja, da habe ich es bei Friedrich probiert. Der habe ich für 9,2 Millionen geholt, nur knapp über Marktwert. Musste dem auch noch 25% Weiterverkaufsgebühr andrehen, aber ja, ich habe nicht vor, den abzugeben. Und ja, jetzt ist Marvin Friedrich unser neuer Innenverteidiger. Ja, Geld haben wir jetzt nicht mehr allzu viel, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier noch 6,2 Millionen. Wollen wir das noch verschieben, damit wir noch Gehaltsbudget hätten? Bleibt da nicht mehr viel übrig. Ja, also wir müssten so viel Gehalt ungefähr für einen neuen Spieler bezahlen, sind nur noch 5,2 Millionen. Also viel ist das leider nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob wir damit noch einen neuen Torwart holen können. Aber ja, ich muss mal schauen, ob ich da irgendwas drehen kann, ob da noch irgendwas funktioniert. Vielleicht eine Laie. Ich habe bei Karius eine Laie probiert, aber die wollten nicht. Mal schauen, ob ich da was machen kann. Aber ja, vielleicht wird es dann auch nichts mehr werden und wir werden mit Buntic in die neue Saison gehen. Aber man muss auch sagen, also mit Mangala und Andrich jetzt zwei neue Spieler geholt zu haben, ist das auch schon echt stark. Also das. Ja, ich finde das schon echt stark, wie die Mannschaft jetzt aussieht. Und die ist echt Bundesliga-tauglich. Jetzt muss hier noch Elva rein, der war auf Nationalreise. Ja, aber so, ja, ist schon eine Bundesliga-reife Mannschaft, muss man sagen. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Spiel gegen Düsseldorf. Ja, es wurde leider noch kein neuer Torwart, aber ich habe da schon zwei, die was wir holen könnten, wo es vielleicht ganz gut aussieht, dass da. Ja, dass wir die holen können und die was uns dann auch verstärken. Also die was halt wirklich so 75 und aufwärts an Gesamtstärke haben. Ja, aber wie gesagt, gegen bis jetzt, die müssen noch gescoutet werden. Ich glaube sogar fürs Bayern-Spiel reicht das nicht, weil da glaube ich noch 19 Tage bei einem stand, als ich gerade nachgeschaut habe. Das reicht sogar wahrscheinlich nicht mal mehr fürs Freiburg-Spiel. Also wir werden erst, ja, so gegen Hoffenheim sowas mit dem neuen Torwart vermutlich spielen.
können, was ich gerade sehe, was nicht funktioniert, weil nämlich erst im August nur Transfers gemacht werden können. Okay. Ja, dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich sogar vielleicht noch vor dem Düsseldorf-Spiel den Transfer. Das seht ihr dann aber in der nächsten Folge vielleicht. Ja, muss ich jetzt mal schauen. Ja, wir haben noch 5,7 Millionen plus das Gehalt, was wir erreichen müssen. Okay, wir haben im Pokal schon unser Ziel erreicht, ohne ein Pokalspiel gemacht zu haben. Das schaffen auch nur wir. Und ja, aber wie gesagt, der Kader steht so im Großen und Ganzen erstmal. Wir haben auch noch ein paar Spieler verliehen, Schrägstrich verkauft. Da kann ich jetzt gleich mal zeigen. Also Boulay ging und Alat ging eben per Laie weg. Ich glaube, beide sind sogar eine Zweijahresleihe. Und dann ja eben Friedrich kam und Mangala und dann eben die drei, die was ich vorhin schon gezeigt hatte. Aber ja, also ich bin echt zufrieden mit dieser Transferperiode, muss man sagen. Jetzt werden wir auch noch einen weiteren Spieler bekommen. Und selbst wenn wir den Torwart nicht bekommen, ich habe schon einen Spieler, den was wir für diese 5 Millionen holen können. Und auch der wäre ein super Transfer, muss man sagen. Deswegen, ich bin echt zufrieden mit dieser Mannschaft und ich bin mir sicher, dass der Nichtabstieg auf jeden Fall drinnen ist. Und ja, wie es dann im ersten Spiel gegen Düsseldorf läuft, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, vielleicht fürs Zusehen und ciao.